Dieses Video wird das wichtigste Video, was du vermutlich in der Oberstufe sehen kannst, deswegen lasst uns direkt reinstarten. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und dieses Video ist das wahrscheinlich wichtigste, was du in der Oberstufe sehen kannst. Denn dieses Video soll dir einmal klar machen, dass einfach dein Leben komplett anders aussehen kann. Das ist wirklich, glaube ich, so die Nummer 1 Sache, die mich aus den letzten Jahren einfach am allermeisten beschäftigt und für die ich am allermeisten dankbar bin, dass ich sie erkannt habe. Und zwar, egal welche Situation du jetzt gerade hast, dein Leben kann in 3 Monaten, in 6 Monaten, in 12 Monaten und eigentlich auch schon in 2 Wochen komplett anders aussehen. Die einzige Sache, die du dafür zu tun hast, ist es zuzulassen, dass so eine Veränderung eintreten kann. Ja, das ist ganz, ganz oft bei uns im Coaching. Oberstufenschüler bewerben sich bei uns Coaching, werden zum Coaching angenommen, kommen zu uns ins Coaching, haben extrem krasse Durchbrüche und kommen im ersten Moment selbst erstmal gar nicht drauf klar, was da alles passiert. Und das liegt eigentlich einfach nur daran, weil wir uns nicht vorstellen können, wie schnell sich unser Leben eigentlich auch weiterentwickeln kann und welche Persönlichkeitssprünge wir auch selbst im positiven Sinne machen können. Und das ist einfach super, super wichtig, dass du das für dich erkennst und vor allem auch, dass du verstehst, so wie deine Situation jetzt ist, ist es weder normal noch unnormal. Das bedeutet, ganz, ganz oft nehmen viele einfach diesen Stress, den sie haben, den nehmen sie einfach hin. Ja, das heißt, sie sagen einfach, naja, ich bin halt in der Oberstufe, ich will halt ein gutes Abitur schreiben, natürlich habe ich Stress. Und sie eröffnen in ihrem Kopf gar nicht die Möglichkeit, dass es auch einen Weg geben kann, genau die gleichen Noten, wenn nicht sogar noch bessere Noten zu schreiben, ohne dass sie Stress haben und dass sie auch viel Freizeit haben. Ja? Deswegen bitte unbedingt, 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 lass das zu. Habt nicht immer dieses Gefühl, ja, das ist ja alles Utopie, wie soll man denn mit viel Freizeit gute Noten schreiben können und so weiter. Das geht ja gar nicht. Ja, wie soll das für dich eintreffen, wenn du in deinem Kopf selbst schon sagst, ja, das geht ja eh nicht. Wie soll das denn eintreffen? Es kann ja gar nicht eintreffen, weil du es ja schon kategorisch von deiner Denkweise ausschließt. Und deswegen, wirklich, das ist mir so ein Herzensanliegen, dass das jeder wirklich versteht und einfach auch nachvollziehen kann. Es ist so wichtig, dass du dir bewusst machst, egal wie dein Leben jetzt gerade aussieht, es kann sich einfach komplett ändern. Ja, wir haben schon Leute im Coaching gehabt, die waren vor dem Coaching irgendwie, hatten voll die Selbstzweifel, wussten irgendwie gar nicht, ob sie sich irgendwie einen besseren Schnitt zutrauen können oder was auch immer, waren total gestresst, hatten Angst vor der Klausur, hatten einen total Durchschnittsschnitt irgendwas mit 2, irgendwas oder wie auch immer. Ja? Und manche haben danach angefangen 1,0 oder sogar 0,9 zu schreiben. Ja? Und waren glücklich, happy, hatten gar keinen Stress, haben sich richtig gut gefühlt. Deswegen denkt auch nicht, dass beispielsweise je bessere meine Noten werden, desto mehr Stress habe ich. Das ist nicht der Fall. Je mehr Stress du hast, desto mehr ist es nur ein Zeichen für mich, dass du dir gerade extrem stark selbst im Weg stehst. Das passiert so oft bei uns im Coaching. Leute kommen ins Beratungsgespräch, sagen, boah, ich habe so total Stress, ich habe total viel Stress. Und irgendwie, ich kriege es gar nicht mehr hin und ich weiß gar nicht, ob ich das Coaching überhaupt noch machen soll, weil es wieder nur noch zu viel und so weiter. Dann machen die das Coaching, ja, und dieser ganze Stress fällt weg, weil sie einfach sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und sagen auf einmal, das kann ja gar nicht sein. Ja, wie konnte ich das selbst davor nicht sehen? Und das ist eben das Schöne. Die besten Dinge sind meistens sehr simpel. Und dadurch, dass sie simpel sind, fühlen sie sich nach außen ein bisschen so an, als wäre es Magie oder es wäre irgendwie nicht realistisch. Aber wenn ihr einmal verstanden habt, dass es einfach vollkommen okay ist, dass euer Leben einfach und gleichzeitig extrem geil ist, dann könnt ihr das auch zulassen. Ja? Sicherlich werden zum Beispiel einige von euch sich erst gar nicht bei uns aus Coaching bewerben, weil sie das Gefühl haben, das hört sich irgendwie alles zu gut an. Ja? Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn ich mir die Position, in der ich jetzt sitze, ja, mit eigenem Unternehmen, eigenem Team, eigenem Büro, wie auch immer. Keine Ahnung, meinem 3 Jahre jüngeren Ich erzählt hätte, als ich noch in der Oberstufe war, hätte ich auch gesagt, hört sich zu gut an, als es wahr sein kann. Aber ich habe es zugelassen, diesen Weg zu gehen und bin dann schlussendlich dort auch angekommen. Das gleiche ja auch mit meinen eigenen Abiturprüfungen. Wenn du mir damals in der 11. Klasse, als ich glaube ich in meiner ersten Sozialkunde-Klausur für dich super viel gelernt hatte, irgendwie 3 Punkte rausbekommen habe und dann total frustriert daheim gelandet bin, wenn du mir damals erzählt hättest, hey du, Leo, du wirst deine Abiturprüfungen mit 1,0 ablegen und du wirst nach Psychologie studieren, hätte ich auch nicht geglaubt. Ja? Aber ich habe es mir in meinem Kopf zugelassen, einfach mal zu schauen, gibt es diese Möglichkeit, kann das passieren, bin dann auf diesen Weg gegangen und hatte dann entsprechend auch die Resultate. Ja? Und wenn du für dich sagst, hey, das ist genau das, was ich möchte, so, ich kann es noch nicht ganz greifen,
ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es klingt geil und ich will einfach erfahren, was gibt es da, dann bewerb dich sehr, sehr gerne bei uns auf unser Traumabitur-Coaching, weil genau da passiert es da, genau da werden wir dir erklären, wie das Ganze funktioniert. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist einfach einmal kurz in die YouTube-Beschreibung auf den allerersten Link zu klicken, dich zu bewerben, kommst auf unsere Webseite, kannst da kurz deine Daten in einem Kontaktformular abgeben und damit mein Team sich persönlich bei dir melden, einmal dich genau kennenlernen, wo liegen deine Probleme, wo möchtest du hin und wie können wir dir dementsprechend auch weiterhelfen. Und bitte sei dir bewusst, es gibt kein Problem, was jetzt gerade bei dir vorherrscht, was du jetzt gerade im Kopf hast, was wir nicht lösen können. Ja, wir sind da, damit jeder Oberstufenschüler den Schritt erreichen kann, den er haben möchte und das auf die Gefühlsart und Weise, die er machen möchte. Wir sind nicht für Beziehungsprobleme, auch nicht für stärkere Depressionen oder sämtliche Sachen da. Aber alles, was ihm die Schule bindet, sei es, du hast keinen Bock mehr auf irgendeinen Lehrer, sei es, du hast das Gefühl, du bist in Mathe nicht besser, sei es das Gefühl, du hast kein Selbstvertrauen, wenn es irgendwie um die Schule geht, sei es, dass du nicht genau weißt, wie du lernen sollst, sei es, dass du Prüfungsangst hast, sei es, du hast keine Motivation. Egal was ist, das haben wir 100.000 Mal für so viele andere Schüler gelöst. Deswegen bitte, 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 tu dir selbst den Gefallen, bewerb dich bei uns, dass wir uns deine Situation anhören können und dann eben auch darüber sprechen können, was wir da für dich tun können. Ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.